Willkommen zu einem neuen Part von Skylanders Pyro's Adventure. Ich denke mal, heute schnappen wir uns endlich die ewige Wasserquelle. Ich spiele heute mit Bash und Dominik. Mit Shop Shop. Genau. Müssen wir jetzt mit denen reden? Ich weiß nicht. Lass mal. Klingt gefährlich. Warte mal, warte. Riesigen Fisch verspeist werden? Ich hab dafür nicht. Dafür bin ich kein Held geworden. Ist so. Noch hab genug Skalen, denn die dafür Fisch gefressen werden können. Wir werfen dir auch so viel Futter zu, dass er gar keinen Hunger mehr hat. Kapitel 7, Leviathan-Lagune. Ach, die alte Musik. Beste. Okay. Okay. Da ist er auch schon. Jupp. Eieiei. Das scheint der Protest zu sein. Der Maulwurf sagt, die ewige Wasserquelle wird sich nur zeigen, wenn du alle vier Statuen im Schrein aufstellst. Also besorg sie alle. Okay. Nein, wirklich okay. Ach, ich liebe es keine, das. Einmal liegen Spiele. Muss ich ehrlich sagen. Oh, hier sollten wir gleich mal Wasserskalender verwenden. Ich hab keine. Ach ja. Und du kannst mir diesmal leider nichts Wasser zeigen. Du machst doch welche von mir. Nein. Ja, okay, wer wird auch nicht sein können, dummerweise. Ich erinnere mich noch, wenn man bei einer bestimmten Stelle von dem Fisch verschluckt wird, man kann ja vom Fisch verschluckt werden, Spoiler-Alarm, aber muss ich jetzt einfach sagen, dass man dann zu einem legendären Schatz kommt, der dann in dem Maul ist. Das ist irgendwo, wenn man unter Wasser, also über Wasser fliegt. Wo genau kann ich jetzt nicht sagen, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Aber allerdings lese ich, oh, wer ist eine von den vier Statuen gesammelt, das Kapitel geht sehr, sehr schnell. Anscheinend. Deswegen können wir eigentlich auch zwei Parts machen, Leute. Nee. Ich erinnere mich wirklich noch daran, wie ich das. Wow! Kapitel früher sehr schnell gemacht habe. Bombe. Das fehlt noch. Oh, warte, waren die P drin? Menge sogar? Bitte sehr. Stehe, wer will. Oh, okay. Machst du das eigentlich? Ist das schwer? So eine Reichweite? Na klar. Krass. Das ist ein super Schwert. Na, warte. Du. Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist verschwunden. Wow. Was heißt denn? Oh fuck, das ist eine Menge. Warte, du. Ey. So. Au. Oh, egal. Hier lang. Hier. Hier. Lass mich noch wieder raus. Natürlich. Oh. Warte. Zuerst müssen wir den hier nach unten schieben. Und den hier nach links. Erst gucken, wo die Pfeile hin zeigen. Und hier lang. Ja, warst du, hast du auch so gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich bin da hinten gegangen. Ach man, es gibt kein Springen. Glitter, Glitter, Glitter. Wow, okay, hier ist lang. Lass den Typ mit dem Schild vor. Ach, wieso ist so alles einfach hier? Wow, schon wieder so ein komischer Spielfehler. Weiß ich, ob es nur in der Wii-Version so ist. Ich glaube, es ist auch noch in anderen Versionen so. Mann, warte. Lass mich vor, ich kann fernanläufen. Warte. Ja. Ach ja, stimmt, stimmt, dafür ist es tatsächlich nützlich. Aber wir sperren einfach hier den Weg zu. Wenigstens da haben wir ihn. Oh, eine Schriftrolle. Nachricht von Professor Pieker und Haley sagt. Jahrelang jagten die Fische einen riesigen, irrigen Fisch, der in den Tiefen der Lagune lauerte. Der Fisch wurde lange nicht mehr gesehen. Die Fischer allerdings auch nicht. Okay. Heißt nichts Gutes. Das war jetzt mal sowas von unnötig. Hey. Wir haben ihn doch jetzt, ey. Na, warte! Schwierig. Ah, dieser Schlüssel. Ich hab mein Schild. Ups. Drück erstmal Minus. Ja, immer dasselbe. Das steht bewegen. Hopp, so. Hab ich schon gemacht? Aber du hast den Schlüssel. Komischerweise.
Da ist Obsidianstein. Aber ich hatte auch so eine Attacke, genau die hier. Die kann auch über den Dingens. Schickt ihn auf jeden Fall was, ich weiß nicht, irgendwie kann man da hin. Ja, durch den Teleporter, der hier, da irgendwo ist, ich erinnere mich noch. Genau, die ist auch schon die dritte oder die vierte? Dritte, ne? Ja. Geht so schnell hier, man kommt gar nicht mehr mit. Hier ist der Teleporter jedenfalls. Sehr leicht. Ich erinnere mich. Ja, mit Sub Seelestein. Den haben wir schon mal gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Liebe zu See für Sub. Das sind wie gesagt schon alles Prototypen der Figuren, also die, das Original sieht schon ziemlich anders aus. Jo. Okay. Okay. Wenn ich das Video ansehen will, würde ich ihn eigentlich jetzt nicht kaufen. Ich hab ihn damals gekauft. Du auch. Dreierpack. Ja. Achtung. Ach, da war schon wieder was Geheimnis da. Ja, ich fand's dafür. Nee. Warum hat deine Mutter das nicht alles eingepackt? Warte, hier rechts auf jeden Fall noch was Geheimnis. Ja, eine Schatztruhe. Wir können wenigstens das zeigen, was wir zeigen können. 100% sind beim ersten Durchgang eh unmöglich. Jopp. Spielfehler. Ach, egal. Unfair. Ich mache mir auch selber Hindernisse hier, weil ich mit der Knopfbelegung nicht klarkomme. Die ist bei jedes Geil in der Spielverdacht auch mal anders. Wobei Giants und Spyros Adventure ist die gleich, aber Swap Force ändert sich ständig. Immer diese Polen da. Oh, warte, da kommt einer. Auch wenn es natürlich zum Guten verändert hat, wegen der Sprung, ne? Danach ist das hier immer wieder schwieriger. Komm. Hier links war doch der. Weil meinst du, wir sollten nicht hier aufhalten. Auch eine Idee wert. Ne. Aber ja, wir machen es so. Dann habe ich schon mal das und den erledigen wir auch gleich. Jetzt aber, bam. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Felsenfalle, heißt es, glaube ich. Oh, da ist er. Ja. Dann, ja, wir eben in dieser Richtung. Na, warte, du. Oh, so geht's auch. Achtung! Oh. Ich, oh. Okay. Wow, da ist attackiert. So. Das war mein Schwert. Nein, das war gerade das hier. Das hier. Das hat die runtergeholt. Achso, ja, das schon. Aber das hier hat die dann einfach besiegt. Doch, egal. Warte, warte. Hier hinten ist auf jeden Fall was. Ja, das war ja. Ach, diese ganzen Erinnerungen, die wieder hochkommen. Noch eine Schatztruhe. Die haben schon genug Geld, die Skylanders. Ist so. Ja, und? Damit das Geld kann man, ist natürlich immer noch praktisch für neue Skylander-Teile. Ja, die werden das natürlich auch alles übertragen. Wir können auch nicht hoch, aber es geht eigentlich auch links an. Boah, selber Hindernisse, ey. Ja, ach ja, richtig B. Diese Knopfbelegung. Egal. Ich habe keinen Bock schon wieder auf den Vögeln zu sehen. Aber ich denke, ich habe es wieder abgenommen. Oh, dann die letzte Statue. Jo. Ja, okay. Warte, ich geh mal kurz zu den Vögeln gucken. Ich kann auch alleine schießen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Gib dein Bestes, guck gleich wieder. Also jetzt mache ich alleine weiter. Die sehe ich da vorne. Die sind abgedeckt, keine Ahnung, warum die so laut sind. Läuft's gut? Ja, also treffen tue ich schon. Und komm, geschafft. Ich nach. Was? Ich hätte gerne mitgemacht. Zu spät. Egal, bin wieder da. Die gerade rechtzeitig. Ich mach diese Schussdinger nicht. Oh yeah, Schiff gebrochen. Nein, ich denke immer noch mal kann springen. Warte auf mich. Ja, wie super. Shop ist nicht schneller mal stark. Na. Mit hellen Herausforderungen ist er auch schnell. Ach, die gibt's. Ich hab den die gibt's leider nicht mehr, diese hellen Herausforderungen. Oh. Nee, gab's doch noch nie. Nur in Giants und müssen da nicht über das Schiff?
bin mir sicher, wir müssen zum Schiff. Ich musste wieder hoch, weil ich da runter abgesprungen bin. Also, da war ich wirklich... Gold. Hm? Wegen das Gold, oder wie? Ja. Das ist gerade nachher schon genug. Warte, hier ist die letzte. Gut, ist wieder aus dem Altar. Na, sieh dir das mal an. Da muss ich den aufdrücken. War doch gerade schon. Hm? War doch gerade schon, aber egal, dann erwartet uns hier die ewige Wasserquelle. So. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verglitscht hier. Auf jeden Fall hier oben. Ne, hier ist nichts. Okay. Ah, B. So. Ich komme. Ich komme noch essen. Na, ich brauch. Hier ist ein Teleporter, jedenfalls. Ne, doch nicht. Und zwar, du hast den Zahn des Goldes. Aber sieht genauso aus. Ne, hier sind diese Viecher. Na, warte. Der Schwanzschlag von Bash ist. Ja, oh, egal. Ich hatte auch ein bisschen Minus. Ah. Wie kriege ich noch genug zu essen? Ich hab rein genug. Was hier rechts war? Ne, war es nichts. Nix. Und dann war hier das, wo man den. Es kann sein, dass man da den legendären Schatz bekommt. Wenn man rechts gekommen wäre und den Fisch. Den Fisch habe ich übrigens gar nicht gesehen, ne? Nein, gleich haben wir. Oh komm. Ich will sie holen, ich will sie holen. Ich will sie holen. Ich hole sie. Ja, verdammt. Oh, den niemand, Fisch. Niemand holt sie. Na toll, wir haben doch noch verstuckt hier. Oh, heißt hier der Kopf. Oh je. Ja. Wir. Nach unserer. Okay, ich schätze mich mal. Sind wir mit einer Falle getappt, wie es aussieht? Wir hatten immer, wir hätten darauf kommen sollen. Oh, ein böser Sapp. Ja, warte. Ich habe ein Schild, aber. Ja. Yeah! Angriff. Boah, das ist wieder abgezogen. Noch also ein Angriff und der ist futsch. Ja, noch ein bisschen. So. Wer braucht mehr? Ich. Das glaube ich, können wir gar nicht sehen. Ja, du brauchst mehr. Oh nee. Eieiei. Oh oh, was macht er jetzt? Weiche die Haie aus. Wow, komische Haie. Komische Perspektive, aus der wir hier gerade sind. Das wölbt sich hier gerade so ein bisschen und wir sollten den Haien lieber ausweichen. Wir kriegen wohl neue Gesundheit, wenn wir den Haien so ganz nah dran gehen und dann schließlich noch ausweichen. Das ist natürlich ein bisschen riskant. Also man merkt, dass man kurz vorm Ausweichen ist, wenn man hier so plötzlich alles in Zeit nicht abspielt. Mein maximales Leben. Und ich glaube, wir können ja ganz schön an Gesundheit wiederherstellen, weil so schwierig ist das hier gerade nicht. Ich hab genug. Ja. Man die auch schützen kann vor denen? Also ich bin hier gerade ziemlich in der Zwickmühle gelandet. Ja, kann ich mir. Doch, ich kann mich hier. Wie? Echt? Ja. Oh, meine Verein. Oh Gott. Okay. Dann. Ich habe gar keine Elementatoren in dieser Welt. Gut, er ist tot. Ja. Oh Gott. Das ist unser Gilgwand, der böse Gilgwand. Schütze mich, wenn er auf mich schießen sollte. Wow, wow. Oh, verdammt. Das sieht ganz ja auch genauso ab wie die normalen Skalender, ne? Wow. Der ist auch gut ausgewichen. Na, warte, ihr krassen Mann aufgeladen. Schadenschlag ohne Reichweite, wie es aussieht. So. Komm, noch ein Schwertschlag und noch ein Schwanzschlag und er ist futsch. Na. Ah. So. So geht das. Warte, ich hab auch mal gegriffen. Aber ich konnte. Ich glaube, ich brauche das Essen mehr. Oh, ich stand. Na egal, kommt die Haie wieder bestimmt.
Denke ich auch mal. Oh Gott. Ich dachte, es ist schon das der ultimativen Verdammnis. Oh. Der und seine Zauber, ganz schön mächtig. Oh. Aber wir können hier wenigstens ein bisschen. Oh, was ist sehr riskant hier. Oh, oh Gott, ja. Dobby, nein. Du wirst dich hier aufheilen. Ja, mehr KP heilen. Ich hab volle. Achtung, es geht auch jetzt ein paar durcheinander. Doch, ist nicht schlimm. Vor allem. Das war's mit ruhigen Heilen. Es gibt Außenseiter hier. Ich kann mich vor Einheit schützen. Aber nicht ewig, sonst öfter bei den Knopf gedrückt, also wieder drücken, sonst hört das Schild irgendwann auf. Eieiei. Oh ja. Siehst du? Oh oh. Haha, noch im letzten Moment geschützt. Gut. Oh mein Gott, hier ist das doch ein bisschen schwierig hier. Leute. Fuck. Chaos, hör mal auf damit. Danke. Oh oh. Jetzt wird's heftig, Domi. Augen zu und durch. Oh Gott! Und jetzt? Sag mal, spinnt der, Alter! Leute! Das geht nicht! Ab hier durch die Brücke! Wow, wurde ich bis überhaupt schon mal getroffen? Hm? EP. Oh, der Zauber gibt dann auch EP. Oh Gott. Jupp. Sind der Ratte. Wie viele Scherze sind das jetzt schon? Drei, Mann. Oh. Mann, na warte. Das Einzige, was diesen Party wohl die Länge zu ziehen scheint. Na. So. Und nun? Okay. Bitte tötet ihn. Dann haben wir auch. Ja. Also mit dem aufgeladenen Schwanzschlag kann ich alle auf einen Schlag besiegen. Jetzt! Oh, ich hab mehrere besiegt, oder? Du hast gar nicht geschlagen. Doch, hab ich gerade. Wobei, ich hab nur einen damit getroffen. Ja, aber jetzt brauchst du den. Ich verstehe, dass so geht, dass obwohl jetzt dein ultimativen Wasserzauber noch dabei wirkt. Das ist ja so wieder. Oh Gott, boah, ganz schön knapp. Hat er noch was auf Lager? Nein. Ach, wahrscheinlich hat die Scherben im Sparmarkt gekauft. Ja. Na, Hauptsache wir haben es. Schwebekopf. Hauptsache wir haben es geschafft. Meins. Die ewige Wasserquelle ist unser. Wir sollten beten, das Wasserquelle unser. Irgendwas gibt doch einen Hut. Aber wir haben trotzdem so ziemlich viel gefunden. Jo, Gegnerziele. Übrigens, ja. Und ich nur soll ich nach dem Part. Hä? Ja, geht das hier? Also gibt's das wieder? Oh. Hätten wir vielleicht nicht so bauen sollen, dass die direkt immer wieder zurück zum Lichtkern gehen? Aha. Die Quellen? Ja, das kann ich eigentlich sagen. Also Gegnerziel, also alle Gegner ein Level besiegen, wurde ja in Giant schon, glaube ich, abgeschafft. Und ist in Trap Team wieder vertreten, was glaube ich daran liegt, dass Dingens, ach, wie soll ich sagen, dass wir dieselben Macher sind wie von Spyro's Adventure. Also von diesem Spiel hier, das Trap Team von denselben Machern. Also, ja. Meister, ist alles okay? Natürlich ist alles okay.
Wieso sollte nicht alles okay sein? Ja, ich dachte, weil die Skylander die ewige Wasserquelle haben. Ha, hörst du mich? Ich sagte, ha, die Wege offen denken sie gewinnen. Aber das tun sie nicht. Weißt du wieso? Wieso? Weil sich die Finsternis ausbreitet, Glumschens. Ihre schwachen Versuche, ihre Fahrstühle wieder herzustellen, spielen keine Rolle. Ich gewinne trotzdem. Oh Gott. Ist jetzt alles okay? Da lernt's nie. Doch gezeichnet! Die ewige Wasserquelle ist wieder Teil des Lichtkerns. Aber die Finsternis wird sich weiter ausbreiten, bis wir alle ewigen Quellen haben. Ich muss noch recherchieren, wohin du als nächstes gehen musst. Aber sieh dir in der Zwischenzeit doch mal den Strand da unten an. Ich höre schon seit einer Weile komische Geräusche von dort. Jo, ich denke, das können wir machen. Ah, falsche Richtung. Hier geht's lang zum Strand. Oh, noch mehr Schafe? Die sind immer dieselben. Ich will ein bisschen Öl klauen. Ja, wir haben schon zwei ewige Quellen und es gibt neue Hoffnung. Gute Idee, das werden wir, glaube ich, brauchen. Ach. Das hier ist der Strand. Das hier ist übrigens ein... Du hast einen Flügel, Saphir. Da können wir auch nochmal alles sagen. Insgesamt. Kann mit mehr Kräften für weniger Gold tanzen. Glücksparty. Noch mehr Flügel, Saphire, an diesem fröhlichen Ort. Du kannst 10 ihrer geheimen Lagerstätten finden. Flügel, Saphire sagen gern Hallo, wenn sie Feen treffen. Je mehr von ihnen das sagen, desto weniger Gold brauche ich von Skylander für den fröhlichen Tanz. Und zwar gibt es, glaube ich, 2% Rabatt pro Flügelsaphir. Es gibt insgesamt 10 davon. Ich denke, die werden wir alle nacheinander finden. Und den zweiten, den finden wir, glaube ich, schon hier, oder? Kann man den schon begießen mit den Öl? Ja. Dann lass uns gleich mal diesen Rotor wieder in Gang bringen und da reingehen. Ich habe echt. Und da ist das zweite Flügelsaphir. Nach und nach werden wir die wohl alle finden, weil die sind nicht allzu besonders gut versteckt. Ja. Einer ist, glaube ich, immer noch im Wasser, aber das können wir alle mal zeigen. Achso, machen wir auch von da. Wir müssen nochmal Öl holen. Jo, wie es aussieht. Wir sind noch einer dieser Roboter. Öle den Roboter. Okay. Warte, das ist ein kleiner Junge. Wow, ich dachte zuerst, du wärst ein Felsen. Der ist auch. Der ist jetzt am Strand. Okay. Der darf da auch laufen. Ja, aber ich dachte, er hat seinen festen Platz da. Egal. Ich bin nicht so schnell. Ich bin eigentlich schon tot. Ja, ist so. Du kannst froh sein, dass. Nein, ich vergesse jetzt nicht nochmal. Auch nie aus Versehen. Dich hier, wie heißt du nochmal? Hab ich vergessen. Klemmturm 4000. Das ist natürlich toll. Ah, wir haben auch gerade schon gesehen. Ah, wir müssen die angreifen. Okay, dafür ist Bash nicht so gut geeignet. Hä? Aber echt. Ja. Dafür brauche ich wieder einen Fernskalender, den nehme ich auch noch mal kurz. Da gibt es in diesem Part noch einen kleinen Gastauftritt von Spyro. Showtime. Finde die Muscheln. Ah, ja, so geht's aber einfacher. Da muss man doch so hin, hä? Ah, ich muss sie doch einsammeln. Verstehe nicht. Ich denke einfach nur angreifen und dann mal auf dich zugehen. Jetzt muss die Formel sein. Da war doch per se von dir. Oh, der kommt auf mich zu. Und du auch. Ich bin los. Da ist was schief gelaufen. Eine funkelnagelneue schwarze Perle? Oh. Oh nein, was ist da passiert? Was hast du mit mir gemacht? Ich habe meine Gabe verloren.
schwarze Perlen sind auf dem heutigen Markt viel mehr wert. Lass mich mal sehen. Das ist keine Perle. Ich große Zündschnur. Mach Bogen. Gott. Das verstehe ich nicht. Wovon redest du? Du hast eine Bombe gemacht. Gute Nachrichten. Ich habe noch einen Teil der großen Maschine gefunden. Die Zyklopen haben das Kristallauge geklaut. Macht Sinn. Sie wollten es schon immer besitzen. Sie haben sogar ihre Burg danach benannt. Aber die schlechte Nachricht ist, dass sie den Brückeneingang versiegelt haben, der früher den Tempel mit ihrem Königreich verband. Wir müssen einen anderen. Moment, ist das eine Bombe? Wo in den Skylands hast du eine Bombe her? Ich habe sie selbst gemacht. Wirklich? Das könnte genau das sein, was wir brauchen. Eine Bombe kann vermutlich den Eingang zum Tunnel öffnen. Oder uns alle in die Luft jagen. Aber hoffentlich erstmal. Gut, komm einfach wieder her, wenn du noch eine brauchst. Ich kann diese Dinger scheinbar machen, wann immer ich will. Hm. Ist mal ohne Muscheln oder was? Der gibt's wieder. Wow, die Brücke hab ich noch nie gesehen. Große Fünfschnur. Na los, na los. Moment, seid ihr keine Zyklopen? Moment, ihr seid doch keine Zyklopen, oder? Hat der auf uns gewartet? Ich gerade aus ihrer schrecklichen Kristallaugenburg entkommen bin. Er scheint mich wow. Sehr gut zu sehen. Was für ein Zufall. Und ich habe dort schlimme Dinge gesehen. Zumindest glaube ich das. Sie haben eine riesige Kristallkugel, die Energie bündelt. Ich fürchte, sie werden sie verfüllen. Das ist so langweilig, wie sie so viel reden. Das scheint ihr Ding zu sein. Böse sein. Und nicht baden. Igitt. Das ist es. Das ist das Kristallauge, das wir für den Kern brauchen. Dort musst du hin. Hol die Kugel und bring sie zurück zu den Ruinen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass ein Kampf mit den Zyklopen unausweichlich ist. Also sei vorsichtig. Na toll. Ja, und halt dir die Nase zu. Ich kann mich hinbringen, keine Sorge. Ich bin zwar etwas kurzsichtig, aber da es ja nur eine Brücke gibt, die zum Burg führt, sollte das so leicht sein wie, so leicht wie... Können wir auch alleine lang? Ja, genau. Nein, jetzt nicht. Okay, ich warte hier, bis du deine Meinung änderst. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil von Skylanders Pirates Adventure und ja, viel Spaß heute noch.